Ahoi, ihr Landratten. Schön, dass du da bist. Heute fangen wir mit unserem neuen Let's Play an. Hearthstone. Wir haben es ja schon mal gespielt im kurzen Tutorial, aber heute liegt die Gamescom hinter uns und viele neue Spiele liegen vor uns und neue Ideen natürlich. Das heißt, Hearthstone wollte ich dafür verwenden, zusammen mit euch, also mit der Community zu spielen. Das heißt, ihr habt es im Titel wahrscheinlich schon gelesen. Bronzebeard versus Fragezeichen und deswegen heißt es, werde ich mir mal den einen oder anderen YouTuber raussuchen oder halt einen von euch aus der Community und ihr könnt mich dann einfach über meine Battle Name Tag könnt ihr mich dann hier adden und dann suche ich mir einfach sporadisch immer mal einen raus, quasi aus der Liste und ja, wenn ihr dann Bock und Zeit habt in dem Moment, wenn ich gerade mal was aufnehmen will, dann könnt ihr natürlich gerne gegen mich antreten. Das wäre auf jeden Fall eine coole Aktion, glaube ich, zusammen mal wieder mit euch was zu spielen. Denn das kann man ja leider nicht in jedem Game machen. Und heute als kleine Einführungsrunde mache ich dann einfach mal ein Spielen, also den Mode Spielen. Das hier sind meine verschiedenen Decks, die ich mir erstmal zusammengestellt habe. Das sind keine besonderen Decks, das sind eigentlich eher schlechte Decks, will ich meinen. Aber ja gut, ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der sich dann irgendwie für teures Geld, sage ich jetzt mal, die Karten dann irgendwie oder diese Goldpacks, diese Kartenpacks da kauft. Weil, ja, ich finde halt, so ein Free-to-Play-Spiel, das ist halt immer ja eher dafür da, dass man sich das auch mal so nebenbei casual-mäßig reinziehen kann und da nicht unbedingt das teure Geld dann für ausgeben muss. Und das funktioniert ja auch so. Auf jeden Fall, gegen Gul'dan. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr einfach kurz in die Kommentare schreibt, ob euch das gefällt und ob ihr da Lust zu habt. Und wenn ja, dann ja, dann schauen wir doch mal, ob wir in den nächsten paar Wochen einfach mal ein paar Matches an den Mann bringen. Ja, so ein Match geht auch nicht lange, geht halt nur so 15 bis 20 Minuten. Das ist eigentlich ideal für ein kleines Völkchen, für ein kleines Rundchen. Ja, und dann fangen wir doch einfach mal mit der ersten Runde an. Wir spielen hier gegen Core Freak. Bronzebeard Level 20, hier diesen Spielen-Mode. Da kann man halt immer ganz normal ja, gegen andere spielen, sag ich jetzt mal, und da kann man sich dann halt hochleveln, die Level. Ja, und man kann halt ab Level 20, glaube ich, bekommt man dann zum Beispiel immer irgendwelche Karten. Hier zum Beispiel habe ich jetzt das Naxxramas Kartendeck freigespielt. Es ist ja jetzt momentan auch das Singleplayer Adventure rausgekommen. So. Ja, und dann fangen wir doch mal an, richtig zu spielen. Auf jeden Fall geht's jetzt los hier mit Überladung. Zack. Ja, das ist hier mein kleines Schamanendeck. Das ist halt, wie gesagt, nicht das Beste. Besteht halt auch primär aus diesen Standardkarten. Aber ich habe auch die ein oder andere Überraschung für euch parat. Ja, ich werde jetzt hier in diesem Let's Play noch nicht so viel zeigen. Dann wisst ihr, mit welchen Karten ich spiele. Aber das spielt ja alles keine Rolle. Denn ich nehme ja vielleicht auch ein anderes Deck. Das ist ja nicht bekannt dann in jedem Game. Und dann schauen wir mal, ob das so alles funktioniert. Wie gesagt, ich bin auch nicht der beste Hearthstone-Spieler, wie man jetzt wahrscheinlich schon direkt sehen wird. Aber ja, es macht auf jeden Fall Spaß, so für nebenbei mal eben ein bisschen. Es ist halt echt so ein Game, was man mal eben 15 oder 30 Minuten einwerfen kann, ein, zwei Rundchen. Und macht auch echt eigentlich riesig Spaß, wenn man das so überlegt. So, was haben wir denn jetzt für Möglichkeiten? Wir haben hier Gottesschild. Ja, für alle, die das nicht kennen, ich erkläre immer nochmal jetzt am Anfang ein bisschen, Gottesschild ist halt, wird er getroffen, dann geht das Schild weg, ohne dass der Diener stirbt. Und ja, das ist halt, Hearthstone ist natürlich für viele Leute, sage ich jetzt mal, ein gutes Spiel. Du kannst hier echt richtige Strategien dir austüfteln und dir richtig geile Decks zusammenstellen. Es gibt da viele Kartenfans unter euch, also Kartenspielfans, die auch Magic oder sonst was gespielt haben. Und ich finde einfach, mit Hearthstone ist jetzt ein richtiges Kartenspiel für den PC gekommen. Und dann noch auf Grundlage des Blizzard-Universums. Also besser könnte es eigentlich gar nicht sein, aber ja, es ist halt, wie gesagt, auch nur ein ganz normales Kartenspiel. Ich habe es ja im Tutorial schon mal erzählt, schon ein bisschen länger her. Hier hast du halt deine Mana-Kristalle und hier hast du halt Angriff und Verteidigung, sage ich jetzt mal, so und Leben. Und es ist eigentlich ganz easy gemacht. Also ist auf jeden Fall für Noob auch spielbar. Aber ja gut, ich meine, ist natürlich jetzt alles relativ, so ob man jetzt das schon mehr öfter gemacht hat oder überhaupt, wie strategieaffin man dann ist. Bei mir ist es halt immer so ein Hin- und Her-Ding. Ich habe ein gutes Priester-Deck und ein gutes Krieger-Deck, aber sonst, glaube ich, ja, könnte man mich ziemlich leicht besiegen, wie man hier gerade sieht. Aber
ich gebe ja nie auf. Die Hoffnung stirbt zuletzt und ich bin immer dabei. So, Erdschock bringt einen Diener zum Schweigen und fügt ihm einen Schaden zu. Dann nehmen wir diesen Diener einfach mal aus dem Spiel und den hier nehmen wir auch direkt aus dem Spiel, denn der verleiht einen zufälligen befreundeten Diener plus 1 Angriff, wenn ich den Zug beende. Und das möchte ich natürlich nicht. So. Ja, dann könnten wir jetzt hier theoretisch nochmal volles Leben wiederherstellen und Spott. Ist jetzt vielleicht alles suboptimal. Das sind jetzt nicht die Karten, die man sich vielleicht am Anfang dann wünscht. Das ist natürlich immer super, wenn man dann Karten am Anfang zieht, die vielleicht ein Mana-Kristall oder zwei Mana-Kristalle haben oder brauchen. So wie das Totem hier, das braucht ja nur zwei Mana-Kristalle. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Und ja, so ein schönes Steinklauen-Totem ist natürlich immer eine super Sache, wenn wir jetzt Spott haben. Immer so ein bisschen Verteidigung mit Spott, muss ich nochmal kurz sagen. Da kann der Gegner uns dann nicht direkt angreifen. Das kann einen schon mal in den ein oder anderen Szenarien das Leben retten, will ich jetzt mal sagen. So, und hier haben wir natürlich einen krassen Gegner, Herr der Arena mit Spott 6-5. Den haben wir jetzt eigentlich gar nichts entgegenzusetzen. Außer vielleicht, dass wir jetzt plus 3 machen und beide opfern. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Ja, aber es bleibt uns keine andere Möglichkeit. Oder... Ja, ich setze gleich den, warte mal. Dann mache ich das jetzt einfach so hier, zack. Warte noch mal ein Ründchen ab. Man muss ja nichts immer überstürzen. Man kann ja auch mal ein Ründchen abwarten oder so. Also, wie gesagt, ich bin wirklich nicht der allerbeste Hearthstone-Spieler, weiß Gott nicht, aber Hearthstone, Blizzard ist halt bei mir, hat einen ziemlich großen Stellenwert, weil ich schon seit Warcraft 1 einfach mit Blizzard aufgewachsen bin. Also Blizzard 1 war quasi eines meiner ersten Spiele überhaupt. Und ja, deswegen liebe ich diese Spiele einfach und er nimmt mich hier natürlich auseinander. Das war klar. Scheiße, aber gut. Hier, der ist ganz lustig, das ist einer meiner wenigen Legendary-Karten, verwandelt einen anderen zufälligen Diener in einen Teufelssaurier. Der ist dann halt ein Dinosaurier oder halt ein Eichhorn. 1-1, das ist halt zufallsbedingt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel den Spott gegen eine Eichhörnchen verwandeln würden, dann wäre das natürlich super. Und nein, wir verwandeln ihn natürlich in einen Teufelssaurier. Aber jetzt hat er immer noch ein weniger Angriffsschaden, was natürlich eigentlich auch gut ist. So, und wir setzen noch ein Totem und versuchen es in der nächsten Runde nochmal. Hätte natürlich jetzt super klappen können, dass das Ding einfach in ein Eichhörnchen verwandelt worden wäre mit 1-1, aber so ist das leider nicht. Zufallsbedingt ist leider... Oh, immer scheiße. Ja, hier haben wir jetzt Maexner, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, vernichtet jeden Diener, der von diesem Diener verletzt wurde. Das heißt, egal wie viel Leben oder egal wie viel Angriff, einmal attackieren und der Diener ist dann quasi passé und Geschichte. Also diese Karte habe ich auch in ein paar Decks, weil die eigentlich ziemlich stark ist. Die ist halt so ähnlich... Ja, genau. Die ist halt so ähnlich wie diese Cobra-Schlange. Du brauchst halt wirklich dann nur einen Schlag und das ist eigentlich ziemlich genial. Oh Mann, jetzt haben wir noch 10 Leben hier und wir können nichts machen. Wir können eigentlich nichts machen. Außer 4 Leben wiederherstellen. Ja, es ist wirklich alles suboptimal hier. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig, als 4 Leben nochmal herzustellen. Vielleicht können wir noch ein bisschen was reißen, aber diese Runde ist eigentlich schon gelaufen. Und wie gesagt, wenn man am Anfang wirklich jetzt nicht die optimalen Karten gezogen hat, dann ist es halt immer ein bisschen schwierig. Aber es macht ja auch nichts, denn diese Runde sollte ja eigentlich auch nur eine kleine Einführungsrunde sein für das, was kommt. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir, ja, sagen wir mal in die Kommentare, hier bei YouTube am besten unter die Kommentare, die Battletext schreibt oder am besten ich schreibe in der Beschreibung oder im Kommentar, dass ich selber poste, nochmal einfach das Battletext von mir rein und die Anfragen werden dann halt alle angenommen und dann kann ich das glaube ich so am besten übersehen, sage ich jetzt mal. Ja, wie gesagt, also hier mit Spott haben wir nochmal einen coolen, der ist immer für den Anfang ganz geil, wenn man jetzt Mana-Kristall irgendwie nur einen hat und dann hat er natürlich 4 Abwehr. Aber, ja, wie gesagt, also ich sehe jetzt hier eigentlich nicht mehr viel Sinn, auch wenn ich eigentlich nicht der Typ bin, der gerne aufgibt, aber was will man machen bei so einem Blatt? Ja, der Gul'dan ist natürlich gar nicht mal so schlecht, weil der hat hier die Heldenfähigkeit. Und zieht eine Karte und erleidet dann zwar 2 Schaden, aber so eine Karte kann halt
in vielen Fällen auch mal so ein ganzes Blatt, sag ich mal, wenden oder drehen. Und das ist natürlich ziemlich genial, ne? Ja, hier dreht der Kollege jetzt völlig auf. Schrecken der Leere vernichtet die benachbarten Diener und verhallt ihm deren Angriff und Leben. Also gegen diesen Diener haben wir schon fast gar keine Chance mehr. Aber wir lassen uns natürlich nicht lumpen und versuchen alles, wir geben alles. Hätte ja sein können, dass wir jetzt noch einen mit Spott irgendwie gezogen hätten, haben wir aber leider nicht. Und das ist natürlich schade, ich möchte eigentlich nicht verlieren, aber ich sehe keinen Ausweg. Könnten wir das jetzt nochmal machen? Da wird uns sogar nichts bringen, stimmt, der hat ja 10 Leben. Und deswegen sind wir jetzt passé, in der nächsten Runde wird uns vernichten. Aber wie gesagt, ja, das war eigentlich auch schon die kleine Einführungsrunde. Und ich bin gespannt, vielleicht kriege ich auch nochmal, wie gesagt, den einen oder anderen YouTuber an Land. Ich weiß gar nicht, wer alles so Hearthstone spielt. Ich habe gehört, die Miyamo Gaming spielt ganz gerne mal Hearthstone. Und die Jorle spielt ja auch Hearthstone, wenn ich das mitbekommen habe. Ich frage die einfach nochmal an. Und ja, ansonsten freue ich mich dann auf euch auf jeden Fall. Ne? Und deswegen sage ich an dieser Stelle erstmal... Macht's gut, ihr Lieben, zocket lang und mit vielen.